2011 wurden durch die Europäische Union die Sicherungsanforderungen für die Lagerung von Castor-Behältern erhöht. Im Anschluss daran hat die EWN GmbH im Zwischenlager Nord, kurz ZLN, alle möglichen Sicherungsmaßnahmen umgesetzt. Eine der Forderungen ist, Castoren von schwach radioaktivem Material getrennt zu lagern. Ein sogenanntes Estral muss gebaut werden. Es ist so, dass sich 2011 die Sicherungsanforderungen für die Aufbewahrung von Castor-Behältern erhöht haben. Darauf haben wir reagiert. Es ist letzten Endes notwendig, dass wir ein neues Lager bauen. Das wird nordöstlich des ZLN geschehen. Wir haben auch geprüft, ob man die Halle 8 des bestehenden Zwischenlagers Nord entsprechend anpassen kann. Das ist nicht der Fall und so müssen wir eben ein neues Lager bauen. Für das neue Transportbehälterlager wurde 2019 beim Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung der Bauantrag gestellt. Die EWN erwartet alle benötigten Genehmigungen zur Errichtung des Estral bis Ende 2023. Geplant sind im Anschluss 4 Jahre Bauzeit, sodass, keine gravierenden Probleme während der Phase vorausgesetzt, das Lager 2027 fertiggestellt sein soll. Trotz der eingangs genannten Begründung gibt es im Umfeld immer wieder Fragen, warum ein Neubau nötig ist, da das ZLN eine Betriebserlaubnis für 40 Jahre hat. Diese Auffassung entspricht jedoch nicht ganz den Tatsachen, da sich die Zeitspanne vielmehr auf die Castoren bezieht. Bei den Castoren ist es so, die Castoren haben natürlich keine Betriebserlaubnis, sondern wir haben eine Aufbewahrungsgenehmigung für die Castoren, die jeweils 40 Jahre ab Verschluss gültig ist. Das heißt, der erste Castor wurde hier 1996 verschlossen, der letzte in 2011, der hier angekommen ist. Und dementsprechend läuft die erste Aufbewahrungsgenehmigung im Jahr 2036 und die letzte dann 2051 aus. Die 40 Jahre Aufbewahrungsfrist für Castor-Behälter resultieren aus der damaligen Annahme, dass bis zum Jahr 2030 ein Endlager für Atommüll gefunden und in Betrieb genommen ist. Diese Annahme hat sich, wie wir alle wissen, leider nicht bestätigt. Aktuell läuft bundesweit ein Suchverfahren. So soll bis Ende 2031 ein Standort für ein tiefengeologisches Endlager gefunden werden, welches frühestens 2050 in Betrieb genommen werden kann. Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die im ZLN eingelagerten Castoren. Der Hintergrund für die 40 Jahre eben nicht technisch begründet ist bei den Behältern, sondern eben aus dem damaligen Zeitplan für das Endlager und die Inbetriebnahme des Endlagers für hochradioaktive Abfälle begründet ist. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass man Nachweise erbringen muss nach Ablauf dieser 40-jährigen Aufbewahrungsgenehmigung. Dafür, dass das Inventar in den Castoren weiterhin sicher eingeschlossen ist. Die EWN GmbH wird rechtzeitig, ca. 6 Jahre vor Ablauf der Aufbewahrungsgenehmigung, damit beginnen, die notwendigen Gutachten beizubringen, um die Castoren sicher bis zum Einlagern in ein entsprechendes Endlager zu verwahren. Dazu wird noch viel Forschung und Arbeit nötig sein. Das Estral ist eine wichtige und notwendige Etappe auf diesem Weg.